So sehr schwärmt Marie Reim, 22, von ihrem Freund. Die Tochter von den beiden Schlagergrößen Matthias Reim, 64, und Michelle, 50, hat sich inzwischen selbst als Musikerin einen Namen gemacht. Die Schlagersängerin macht aber nicht nur mit ihrem musikalischen Talent von sich reden, sondern steht auch regelmäßig durch private News in den Schlagzeilen. Zuletzt sorgte Marie für freudige Neuigkeiten. Vor wenigen Monaten stellte sie ihren Followern ihren neuen Freund Vinzenz vor. Im bunte.de-Interview verrät Marie nun, wie schnell ihr klar war, dass Vinzenz der Richtige für sie ist, und dass sie sich schon über einen Antrag von ihrem Liebsten freuen würde. Marie Reim widmet ihrem Vinzenz mehrere Songs. Es war von vornherein klar, dass das die Liebe meines Lebens ist, schwärmt die 22-Jährige von ihrem Schatz. Die Entscheidung, mit ihrer Liebe an die Öffentlichkeit zu gehen, sei ihr daher nicht schwer gefallen. Wie verliebt Marie zurzeit ist, spiegelt sich auch in ihrem neuen Album Bist du dafür bereit? Wieder. Ihr Vinzenz inspirierte Marie nämlich zugleich mehreren Songs, wie zum Beispiel Im Rausch der Gefühle oder Zum ersten Mal. Der Song ist wirklich sehr individuell, weil ich sehr persönliche Elemente mit eingebracht habe. Zum Beispiel hat mein Schatz früher immer gesagt, dass ich Hollywood für ihn bin, also ganz großes Kino. Und in diesem Song singe ich tatsächlich, zum ersten Mal bin ich Hollywood für dich und du das Happy End für mich, beschreibt sie den Song Zum ersten Mal. Marie Reim, der hat mein Herz im Sturm erobert. Tatsächlich könnte es bei Marie und Vinzenz wohl kaum besser laufen. Wir haben auch kaum verschiedene Meinungen. Wir denken gleich und wir fühlen gleich und das hat von der ersten Sekunde an so doll gefunkt. Ich glaube, wir sind 2 Wochen später zusammengezogen. Es hat direkt gepasst und es gibt auch bis heute nichts, was uns am Zusammenwohnen stört. Ich glaube, das ist ein Mensch, der kann mich nicht verletzen. Der hat mein Herz im Sturm erobert und es war direkt leicht, verrät sie. Kein Wunder also, dass die schöne Musikerin ihren Freund am liebsten immer bei sich hätte. Wenn sie also beruflich für einige Tage unterwegs ist, ermutigt sie Vinzenz meistens, sie zu begleiten, denn das ist dann wie ein kleines Stück zu Hause, das dann mit mir unterwegs ist und was mich so ein bisschen hält in dieser doch sehr unruhigen und turbulenten Branche. Marie Reim, ich würde ja sagen, so viel Liebesglück klingt ja fast so, als würden im Hause Reim bald die Hochzeitsglocken läuten. Ich würde mich freuen.
Er hat mir zwar noch keinen Antrag gemacht, aber ich würde mich sehr über einen freuen und ich würde auch ja sagen. Selbst, wenn er mich am ersten Abend gefragt hätte, hätte ich vermutlich ja gesagt. Das klingt wahrscheinlich total naiv und total dumm. Aber wie gesagt, wenn es wirklich stimmt, dann gibt es diese Fragen, ob es passt, nicht. Dann gibt es nur die Frage, wie gestaltet man jetzt das restliche Leben gemeinsam, erklärt Marie im Interview. Ihre Zukunft gemeinsam zu planen, sei allerdings gar nicht schwer gewesen. Sie und Vinzenz hätten schließlich sehr ähnliche Wünsche und Ziele gehabt. Es passt einfach alles. Jeder kann sein eigenes Leben weiterleben, nur, dass wir unseren Weg jetzt miteinander gehen. Das heißt, wir fördern uns und wir wachsen zusammen und wir werden in unserem gemeinsamen Leben immer größer. Ich habe das Gefühl, dass wir gemeinsam mehr erreichen, als wenn sich jeder auf sein eigenes Leben fokussiert, ist Marie sich sicher.